Aber es ist da doch auch gegeben, dass keine Spinne rein kann. Ah nein, das sieht echt blöd aus. Was ich machen könnte, ich könnte die ganzen Scheiben wegmachen und durch Glas ersetzen. Das würde dann wahrscheinlich wieder besser aussehen. Weg mit Glas, mit den Glasscheiben, hier mit Glas. Soll ich das machen? Boah. Machen wir mal. Machen wir es aber nur mal hier so dran. Ist da eins runter? Ich glaube nicht. So, und hier auch das da. So, jetzt hol ich doch noch mal das Glas. Ich brauche auch noch mal Glas. Ich werde so noch mal was in den Ofen hauen. Ich hoffe, das Eisen ist fertig. Und da fängt jetzt das Regnen an. Hoffentlich ist das Eisen fertig. Oder was? Wo kommst du her? Ach, es ist schon wieder Nacht, oder was? Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, die AFK-Lounge zu verbessern. So, ich habe doch sicher noch Sand. Nein? Sand, oder? Oder habe ich vielleicht sogar noch Glas? Ich habe kein Glas mehr. Aber ich habe noch Sand. Da. So, ich habe aus irgendeinem Grund auch wieder ein Ei. Die Eitruhe ist fast voll. Wir müssen mal wieder was backen. Die Glasscheiben behalte ich mal. Für den Fall, dass es doch nicht so gut aussieht, mache ich es wieder rückgängig. Oh, ich liebe dieses Lied. Das ist so schön. Das Eisen ist fertig. Und ich brauche neue Kohle. Naja. Schade, dass jetzt doch keiner mehr gekommen ist. Aber naja. Dafür haben wir auch so unseren Spaß, oder? Ist der Zombie gestorben? Wenn ja, wo? Da ist ein Creeper gewesen. Der war aber schon beschädigt, der hatte meine Rüstung an. Also hätte ihn das eigentlich nicht töten dürfen. So schön. Wo kommt der jetzt auf einmal her? So, austauschen. Und noch einer. Und noch einer. Und hinten kommt auch noch einer, der uns entdeckt hat. Ich habe das Gefühl, Zombies haben einen Radius, einen Entdeckungsradius, also um den Spieler zu entdecken, von 1000 Blöcken. Gefühlt. Da links ist auch einer. Oh, der hat, glaube ich, Eisen gedroppt. Irgendwo da hinten ist auch einer, der uns entdeckt hat, glaube ich.
Also das sieht tatsächlich besser aus. Dann machen wir das jetzt anders. So, zum Glück haben wir eine Behutsamkeitsschaufel. Mit der wir das Glas ganz einfach wieder zurückbekommen. Obwohl wir es kaputt machen, denn es hört sich genauso an. Klirr, klirr, klirr. Das ist schon schrecklich. Oh. Jetzt habe ich da einen Grasblock weggemacht. Ein Erdblock kommt schon. So, nur kurz nachsehen. Glas ist wertvoll. Okay, ich glaube, wir haben hier nichts. Der musste auch schon beschädigt sein. Der ist sofort beim Aufprall gestorben. Hat nicht einmal das Brennen angefangen. So, zwei Kartoffeln haben wir. Zwei Glasblöcke haben wir auch noch da. Die können wir schon mal verbauen. Dann holen wir uns das restliche Glas. Ich hoffe, es ist inzwischen durch. Oder zumindest ansatzweise. Dann können wir auch die ganzen Sachen wieder ablegen, haben wieder mehr Platz. Ich habe eine Spinne gehört, aber ich sehe keine. Da, eine unsichtbare. Das ist eine von diesen unsichtbaren Spinnen, die irgendwie vergiftet sind oder so. So, wir sind noch wieder Level 22. Was haben wir denn jetzt alles? Monstersachen. Zack. Dahin. Das kommt jetzt dort oben hin. Dorthin. Zack. Ein Grasblock. Die Glasscheiben kommen komplett weg. Ein Grasblock haben wir. Kommt dort rein. Dann bräuchte ich jetzt nur noch das Glas. Und ich brauche demnächst mal wieder was zu essen. Ich glaube, wir werden uns tatsächlich etwas backen. Vielleicht wieder Kürbiskuchen, die waren lecker. Ah, das Glas ist noch nicht durch. Was ist denn das eigentlich nochmal? Ach, das ist der... Ach, so sieht der Default-Ressourcenpaket aus. Ja. Bei mir hat er leckerer ausgesehen, muss ich zugeben. Egal. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich war jetzt für einen kurzen Moment durch. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Oh Mann. Habt ihr auch diese Momente? Ihr geht irgendwo hin, wollt etwas machen und während ihr auf dem Weg dahin seid, vergesst ihr, was ihr machen wollt. Also seid so richtig Dori. Ich hab die öfters. So, haben wir das da. Machen wir hier noch die Wand fertig. Zack. Irgendwo habe ich eine Spinne gehört. Uns zukrabbelt. Sind Spinnen jetzt auch am Tag über aggressiv? Oder war die da, war es da irgendwo dunkel? Keine Ahnung.
Ah, oh, ein kleines Guckloch ist noch da. Aber so sieht es tatsächlich besser aus. Hier kommt man auch nicht mehr so hoch, sondern man kann wirklich nur noch hier raus. Komplett dicht. Also eins bräuchten wir noch. Wir müssen also nochmal schnell nach Hause. Dann... Was dann? Wie geht es meiner Rüstung? Der geht's gut. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt dann mal wieder in den Nether. In den Nether. Wir holen jetzt erstmal das restliche Glas, das inzwischen hoffentlich vollkommen geschmolzen ist. Nein, leider nicht. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Eisenbahn-Namensschild. Das Namensschild habe ich schon reingepackt, oder? War ja für die Diamantspitzhacke. Habe ich die Diamantspitzhacke wieder zurückgepackt? Ja, und das Namensschild. Was habe ich denn rausgenommen? Ach, das, die Schilde habe ich rausgenommen. Ich brauche was zu essen. Wir backen jetzt. Ich suche mir jetzt irgendein Rezept mit Eiern aus und das machen wir. Ob das jetzt normaler Kuchen ist? Normaler Kuchen wäre blöd. Wir könnten uns einen normalen Kuchen hier immer irgendwo hinstellen, wenn wir im Haus sind, dass wir dann immer da kurz was essen. Ansonsten würde ich es blöd finden. Also Kuchen an sich, finde ich, ist stationär gut, wenn man ihn irgendwo hinstellen kann und dann was essen. Ansonsten ist er blöd. So, man kann daraus nur Kuchen und Kürbiskuchen machen. Na toll. Ja, dann machen wir den Kürbiskuchen daraus. Haben wir viel Kürbis da? Nö. Aber wir haben da viel Kürbis. Dann nehme ich den da einfach raus. Zack, zack. Dann haben wir da noch ein paar Kürbisse übrig. Dann brauche ich Zucker, natürlich einen ganzen Stack Eier. 2, 3, 4. Also 4 Stacks natürlich. Und halt, Zucker ist ja jetzt da oben. So, also wir haben sogar noch sehr viel Zucker, aber keinen ganzen Stack. Machen wir es lieber so. Zucker. So, dann haben wir auch das Zuckerrohr dezimiert. Wir müssen tatsächlich irgendwann mal wieder Zuckerrohr sammeln. Wir haben so wenig. Im Vergleich zu früher, das war es unglaublich viel. Und jetzt so wenig. Kürbiskuchen! 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 Ein ganzer Stack Kürbiskuchen! Ja! Pumpkin Pie! Nummer 400! So, dann, was machen wir dann? Das Glas müsste inzwischen durchgelaufen sein. Aber wir brauchten ihn nur... ich muss ihn nochmal runter. Ja, jetzt ist es durchgelaufen. Stein lasse ich jetzt mal nicht laufen. So, einen brauchen wir, der Rest kann da rein. Ich habe auch wieder einen Pfeil, sehe ich gerade. Dann gehen wir jetzt nach gehen wir jetzt in den Nether. Wir haben alles, was wir brauchen. Na, jetzt habe ich ein Ei aufgenommen. Fast. Es wäre tatsächlich eins gespawnt.
Oh Mann. Die Hühnerburg ist das, wenn das so weitergeht. Ja, zu Jul muss ich ja. Ich weiß gar nicht, was wollte ich denn eigentlich? Sehen wir einfach mal nach, wie weit wir sind. Ich glaube, wir waren beim Netherrack tatsächlich stehen geblieben. So sieht es tatsächlich besser aus, finde ich. Besser als mit dem Zaun zumindest. Nur mit Glasscheiben hätte es schon besser ausgesehen, aber dann hätten wir das Dach oben nicht so gut machen können. Und die Glasscheiben schließen nicht so gut mit der Tür. Und die Tür ist besser als das Zauntor. Und das Zauntor hätte halt zum Zaun gepasst, aber nicht zu den, zum Glas. Also das ist schon blöd. Da ich ohne Zaun, also mit dem Glas, das Glas ist mir lieber als der Zaun, beziehungsweise die Glasscheiben. Deswegen passt das Zauntor nicht. Oh, ich möchte jetzt nicht gegen die kämpfen. Oder? Ach doch. Ah nein. Doch. Ach ja, machen wir mal. Gegen den Endermänner allerdings jetzt nicht. Ach, gegen die möchte ich jetzt auch nicht kämpfen. Da werden wir heute gar nicht mehr fertig. So, wir waren schon, ich glaube seit 4 oder 5 Aufnahmen waren wir nicht mehr hier. Das ist ja fast schon ungewohnt, hier zu sein. Muss mal testen, vielleicht funktioniert ja mittlerweile der Redstone wieder. Das wäre sehr toll. Ich glaube, er funktioniert tatsächlich wieder. Nee, funktionierte nicht. Das ist ja alles nur eins tiefer. Habe ich hier den Zugang noch offen? Nein. Dann lasse ich's. Vielleicht mache ich ihn. Na egal. Ich glaube, ich habe das. Ich hoffe, ich habe das alles damals so gelassen, dass es, wenn das Redstone wieder richtig, also wenn der Redstone-Bug entfernt wird, dass es wieder passt. Das ist irgendwie so ein ganz blöder Bug, dass man Sachen nicht mehr kompakt bauen kann, weil Redstone über 2 Blöcke hinweg irgendwie ein Signal abgibt. Wenn dieser zweite Block, dieser erste, wenn der erste Block ein Luftblock ist, dann hat der Luftblock plötzlich auch ein Signal und gibt es weiter. Irgendwie so ist das. Ich weiß es nicht. Brauche ich da überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Gehen wir einfach mal rein. Notfalls können wir wieder zurückgehen. Das ist falsch. Ah, ich habe offen gelassen. Zugemacht. Naja. Ich habe tatsächlich auch die Vermutung, dass... Ah, ich habe das Seil vergessen. Ich wollte ein Seil mitnehmen. Und den hier irgendwo anbinden. Aber wir haben hier nirgends Zaun.